I am the Minister of Tourism from the Republic of the Gambia. My name is Honorable Hamad Nkeba. We are here. I led the Gambian delegation to the ITB. We are back again in the market. As you are aware that some positive things happened in the Gambia last year. We had a small impasse, but finally, because Gambians love peace, we are able to get everything peacefully resolved. And we want to come back to the German market in a big way. And we have no doubt that Germans also love the Gambia. They've been coming to Gambia, but we lost them for the last couple of years. And we now are back in Germany, and we hope Germans also will come back to Gambia. Yes, the reason why, of course, Gambia is a unique country, you know that throughout the region, I mean, Gambia has been in the tourism sector for many years, and tourists come to Gambia for many reasons. Everybody knows the peace that we enjoy in that country. You are free to go where you want to go, when you want to go, particularly going to the crocodile pool, visiting some of the interesting sites of country, and having a bicycle ride, having tours with ground tour operators. There are a lot of interesting sites that you could go. You can go fishing, enjoy fishing together. Whilst you are on holidays, you don't only have to be sitting by the beach, you can also go and enjoy yourself in other parts of the country. And anywhere you go, you're safe, and indeed, you see one good thing to another thing. So we're saying we are back again. We want Germans to come back again to our country. I would give a good friend of the Gambia who has managed the biggest hotel in the Gambia for many years, who happened to be a German, who loved the country, who loved the people, also to tell you in German what I was trying to explain to you in English. It's called Dick Date. Welcome, Mr. Date, friend of the Gambia. Thank you, Honorable Minister. I'm very pleased to be able to say something. Ich mache das jetzt auf Deutsch. Gambia ist ein Land, was ausgesprochen besonders ist. Die Leute sind außerordentlich freundlich. Außerdem gibt es hochinteressante Sachen zu sehen dort. In meinem Garten bei mir zu Hause hatte ich über 100 Vogelarten, die ich da identifiziert habe. Allein in meinem Garten. Von den 500, die es in Gambia gibt. Also für Ornithologen ein wahres Paradies. Dann im Gambia River ist das sogenannte James Island. James Island war der Platz, von dem die Sklaven nach Amerika geschafft wurden. Eine hochinteressante kleine Insel. Und die auch dann von Arthur Haley in dem Buch Roots mit Kunta Kinte beschrieben worden ist. Und Arthur Haley und sein Bruder, war später mal Botschafter dort, haben das immer noch im Auge und haben da auch viel dafür getan, um das zu erhalten. Und ich finde es also eine hochinteressante Sache. Wenn Sie dann flussaufwärts gehen, dann gibt es Flusspferde, da gibt es eine Insel, die voller Affen ist. Das Klima ist natürlich etwas, was Sie hier gerade in Deutschland im Winter unbedingt mal ausprobieren sollten. Herrliches Sommerwetter, den ganzen Winter über, kein Regen, blauer Himmel jeden Tag und kilometerlange Strände, die also zum Teil noch unberührt sind. Und vielleicht auch noch ein ganz besonderer Punkt, der interessant ist. Es gibt in Gambia praktisch keine Kriminalität, die Touristen betrifft. Ich habe in meinen 13 Jahren in Gambia nie davon gehört, dass ein Tourist überfallen oder ausgeraubt worden war. Noch eine Sache, die in Gambia besonders ist. Es gibt Warane, es gibt Chamäleons, es gibt Lizarden, es gibt Salamander. Wir hatten bei uns im Hotelgarten mehrere Warane, bis zu 2 Meter lang, die also schon etwas scheu waren. In meinem kleinen Teich saß oben ein Kingfischervogel, der also dann wie ein Pfeil in das Wasser stürzte und sich da einen Fisch rausholte. Und wir haben und hatten und haben auch immer noch eine große Attraktion.
Wir haben dort die Geier. Die Geier, wenn sie so auf kleine Safari gehen, die sind dann alle so 200 Meter weg und wenn sie da mit dem Jeep zu nahe kommen, dann fliegen die davon. Wir haben erstmal zwei Stück im Hotel gehabt, die wir dann mal gefüttert haben und dann kamen die jeden Tag und das war das bestgehütete Geiergeheimnis im Lande. Und Stück für Stück wurden das immer mehr und jetzt kommen zwischen 50 und 100 jeden Morgen, die in den Palmen sitzen im Hotelgarten und die werden auch dann gefüttert, die kriegen ihr Essen. Da kommen auch noch die Warane dazu, die sie auch noch ihren Teil haben wollen. Und hochinteressant, die Geier, wenn sie dann gegessen haben, dann gehen die an Wasserhähne, machen ihre Flügel nass und spreizen ihre Flügel und waschen sich. Das ist also hochinteressant und da kommen auch immer jede Menge Leute, die da zuschauen wollen. Weil, wie gesagt, die Geier sind zwar hässliche Vögel, aber wunderschön im Fliegen. Und hochinteressant, wenn man sie aus der Nähe beobachten kann. Good afternoon, I'm Male Sala. I'm the chairman of the Gambia Hotel Association. And we would like to inform all the German tourists that Gambia is a big, big destination where we have a lot of vultures, mainly in the biggest hotel in the Gambia, Senegambia, where they do vulture feeding. But you can also find these vultures all over the Gambia. We are the Smiling Coast, and we would like to welcome all Germans to come to the Gambia and visit our beautiful country. We wait for you to come to Gambia.